war die Schlacht von Chacabuco am 12. Februar 1817 nicht ein Wendepunkt in der südamerikanischen Geschichte? Unter José de San Martín und Bernardo O'Higgins erfochten argentinisch-chilenische Truppen einen überraschenden Sieg gegen die spanischen Kolonialkräfte. Dieser Erfolg symbolisierte nicht nur militärische Überlegenheit, sondern auch den Beginn der Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Lateinamerika. Die Schlacht bleibt als Beispiel dafür in Erinnerung, wie Einigkeit und Entschlossenheit zur Überwindung mächtiger Gegner und zur Grundlegung von Freiheit führen können.